aufmerksam. Ja, wie aufmerksam ihr seid. Aufmerksame Stille. Ja, ihr hört wirklich sehr gut, ihr seid sehr gute Zuhörer. Ihr seid sehr gut erzogen. wir haben ja diese Band vor 14 Jahren, ja genau, meine Güte nochmal, vor 14 Jahren hier in dieser Stadt gegründet, nun in der Tat. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns immer gut ernährt habt. Und also, es ist viel passiert in der Zeit. Als wir angefangen haben, Musik zu machen, haben wir uns so ein bisschen in so einem versifften Proberaum getroffen, ein paar Songs arrangiert, dann aufgenommen und Jakob hat damals immer unsere Demo-CDs an Veranstalter verschickt, an alle Firmen seiner Stadt, daraus kam nie was wieder. Es kam wirklich nie was wieder. Nie, obwohl er echt immer so Schlagzeug draufgemalt hat und so ein Herz und so. Vielleicht war das das Problem. Ich hätte dir geantwortet. Ich fand auch, es war sehr liebevoll damals. Das Problem ist, dass das, was auf der CD war, eher scheiße klang. Nämlich wieder damals. Und sozusagen war jetzt nicht jedes Festival sofort gesagt hat, die Band will ich unbedingt buchen, die kennt keiner und das Demo klingt scheiße. haben wir überlegt, okay, was kann man denn noch machen? Und uns erschien es total logisch, Band-Contests halt zu spielen, ja? Also, weil unser Gedanke war so, du meldest dich an, die hören der Demo eh nicht an. Und die anderen bringen die Fans mit und wir sind so krass, wir überzeugen die dann an dem Abend von uns. Das unsere Fans. Ja, ja, das klappt aber selten. Also bei uns zumindest nie. Aber und dann einen Band-Contest, ich glaube, es war auch der erste, den wir wahrscheinlich gespielt haben, aber zumindest ist es der, der mir in Erinnerung ist. Können wir uns noch gut erinnern, das war in einem Freibad in Rheinbeek. Was ist jetzt Freibad oder Rheinbeek? Rheinbeek. Also okay, alles klar. Und wir haben uns angemeldet und wurden genommen und erstmal feiern genommen, dass wir überhaupt mal wieder irgendwie spielen. Einen echten Auftritt? Nee, wirklich, Mama. Nee, wir haben nicht dafür bezahlt, wirklich. Und drei Bands geworden. Ja, drei Bands haben sich beworben, alle drei sind genommen worden. Überraschung. Ja, also die haben aber natürlich auch jetzt keine Werbung dafür gemacht. Da stand eine Bühne im Freibad, da war so eine riesige Wiese. So, wäre jetzt nicht ganz so groß wie das hier, aber nicht so vorne. Und es waren drei zahlende Gäste immerhin, die wahrscheinlich schwimmen wollten, aber drei zahlende Gäste. Ja. Das ist keine Übertragung. Du warst einer von denen. Wirklich? Du warst da? Das kann ich nicht glauben. Das glaube ich auch nicht. Egal. Du bist nicht alt genug. Zumindest haben wir irgendwie unseren Auftritt gespielt und was natürlich passierte ist, wir spielen, da hinten sitzen drei Leute vollkommen gelangweilt, drei Bands und wir werden Letzte. So eine Leistung. Das ist dann richtig, das ist so richtig erbärmlich. Dann stehen alle Bands auf der Bühne, ja und auf dem dritten, der dritte Sieger heute von drei, der hießen glaube ich damals Manga oder so. Manga! Die Vollhongs. Und wir so, Wie Deppen des Tages. Aber das Problem ist, es gab halt auch noch nicht mal, es gab natürlich eh kein Backstage, keine Flasche Wasser oder geschweige denn ein Bier. Es gab pro Band halt ein so ein Würstchenbon. Also ein pro Band. Ja. Eine Wurst. Das war so zu der Wurst, in Wurstwaren wurdest du bezahlt. Wahrscheinlich hat Uli Hoeneß die Veranstaltung gesponsert. Jetzt steige ich langsam dahinter und der hat uns absichtlich verlieren lassen. Ja, seitdem geht es enorm mit dem Fußballwerk an. So. Haben wir es aufgeklärt. Verschwörungstheorie. Ja. Hoeneß-Pedia. Ja, egal. zumindest sind wir natürlich mit diesem einen Würstchenbon sind wir dann losgelaufen zum Würstchenmann halt, ne? Zur Wurstfachverkäuferin. Und haben gesagt, wir fressen unser Geld jetzt zurück. Unsere Gage, hier ist sie. Und bitte. Der Typ war allerdings auch unglaublich mieslaunig. Ich hatte ja einen scheiß Tag gehabt. Also ich meine, er hat drei Würstchen verkauft. Was willst du machen? Und wir kamen also an, legten den Bon auf den Tisch und er eröffnete mit folgendem grausamen Satz. Herbert? Er meinte wirklich, die Standards habt ihr schon ganz gut drauf, aber mehr auch nicht. Das hat uns zerstört. Die harte Wahrheit. Er hat uns zerstört. Eigentlich hat er die Wahrheit beschönigt. Die Standards hatten wir noch nicht drauf, meinst du? Wir hatten gar nichts drauf damals eigentlich. Trotzdem essen wir immer noch Frikadellen seitdem. So, das Würstchen. Der Wurstmann. Würstchen kommt bei uns nicht mehr auf den Tisch. Blues in C hatten wir nicht drauf, die Standards. Naja, zumindest haben wir dann erstmal ein bisschen geprobt und erstmal länger keine Auftritte mehr gespielt. Aber irgendwann, 2014, haben wir uns mal wieder angemeldet für einen Band-Contest und endlich mal gewonnen, den Bundesvision Song Contest. Yeah. Nimm das Würstchen, Mann! Und das mit einem Song, der von dieser Stadt handelt. Und der klingt folgendermaßen.